Bei uns im Studio haben wir einen der bekanntesten Fechter Österreichs, und zwar Moritz Hinterseer. Moritz, ja. Wie lange fechtest du schon? Fechten tue ich jetzt seit meinem 6. Lebensjahr, also ungefähr 24 Jahre bin ich jetzt dabei. Oh, das ist ja super. Aber heißt es jetzt eigentlich fichst oder fechtest? Oder? Man sagt, viele sagen fechtest, aber eigentlich richtig heißt es fichst. Okay. Und wie oft in der Woche trainierst du? Also ich jetzt als... Nachdem es mein Beruf ist, wir haben ungefähr 10 Einheiten von Montag bis Freitag. Am Vormittag haben wir immer das physische Training, ungefähr von 8 bis 12, also 4 Stunden. Und am Abend dann nochmal 3 bis 4 Stunden Techniktraining. Und also Samstag und Sonntag habt ihr dann frei? Also? Da ist meistens frei, da ist vielleicht nur lockere Laufeinheit. Aber es hängt immer ein bisschen davon ab, ob ein Turnier ist oder kein Turnier ist. Dann verschiebt sich manchmal das Training ein bisschen, weil das Turnier eigentlich immer am Wochenende ist. Ja. Da ist dann öfter zum Beispiel am Freitag kein Training mehr, weil wir uns erholen fürs Turnier. Aber wenn kein Turnier ist, ist Montag bis Freitag eigentlich der Hauptteil des Trainings. Und wie viele Erfolge hattest du eigentlich schon? Also ich habe ja gelesen, dass du dieses Jahr Landesmeister in Florett bist. Stimmt das? Das stimmt, ja. Ungefähr vor einem halben Jahr waren die Landesmeisterschaften in Salzburg. Die habe ich gewonnen. Ich bin nur leider jetzt seit einem Jahr ungefähr verletzt, deswegen liegen meine Erfolge jetzt leider ungefähr ein bisschen weiter nach hinten zurück. Aber sonst bin ich ja 6- oder 7-facher Staatsmeister im Einzel und auch in der Mannschaft. Also österreichweit war ich immer vorne dabei. Und U21 war ja 2 Jahre lang unter den Top 2 der Welt. Oh, cool. Und was war der beste Platz bei dir bei der Weltmeisterschaft, also oder bei der Europameisterschaft? Also mein bestes Ergebnis war bei der Weltmeisterschaft in Paris. Das war der 9. Platz. 2010 war das. 9. Platz. Cool. Und ist eigentlich schwer jetzt gegen Linkshänder zu fechten oder anders? Also prinzipiell ist das Problem, glaube ich, ist, dass es einfach extrem viel weniger Linkshänder gibt als Rechtshänder. Das heißt, egal ob du ein Linkshänder oder ein Rechtshänder bist, hast du viel weniger Gegner, die Linkshänder sind. Somit hast du auch viel weniger Trainingsmöglichkeiten gegen Linkshänder. Und wenn man zum Beispiel jetzt Pech hat und in seinem Club vielleicht gar kein Linkshänder ist und man jetzt ein Jahr trainiert ohne einen Linkshänder, dann fährt man auf ein Turnier und plötzlich steht ein Linkshänder da, dann ist es einfach für den viel ungewohnter. Und für einen Linkshänder, der ficht den ganzen Tag gegen Rechtshänder. Das heißt, der ist viel gewohnter, gegen Rechtshänder zu fechten. Deswegen ist es oft so, dass man sagt, dass es schwerer ist, gegen Linkshänder zu fechten. Aber es gibt da Typen, also ich zum Beispiel bin einer, ich fechte eigentlich lieber gegen Linkshänder. Da fühle ich mich eigentlich wohler. Aber prinzipiell gibt es einfach mehr Rechtshänder. Habt ihr Linkshänder in eurem Club? Jetzt seit 2 Jahren, ja. Hat einer aus Wien gewechselt, der jetzt auch im Nationalteam ist bei uns. Der Dominik Wohlgemuth, der ist Linkshänder. Und das ist auf jeden Fall eine große Bereicherung, weil wir dadurch natürlich im Training auch viel besser auf die Linkshänder eingehen können. Das ist eh gut. Ja, und beim Fechten, da gibt es sogar gelbe und rote Karten, auch schwarze, aber die sind jetzt nicht so wichtig. Hast du schon mal eine gelbe oder sogar eine rote bekommen? Sehr viele, ja. Aber das ist völlig normal, das ist wie beim Fußballspielen. Also eine gelbe Karte kriegt man schnell einmal, wenn man zum Beispiel, wenn deine Waffe, mit der du fechtest, nicht funktioniert oder man zum Beispiel die Trefferfläche, auf der man treffen darf, abdeckt, zum Beispiel durch die Hand, kriegt man gleich mal eine gelbe Karte. Sollten sich diese Sachen häufen, zum Beispiel du machst dasselbe nochmal, dann kriegst du keine zweite gelbe Karte, sondern eine rote. Und eine rote bedeutet eigentlich nur, dass der Gegner einen Treffer bekommt. Also du kriegst einen Straftreffer. Ach so. Also diese gelben, roten ist eigentlich, das ist alltäglich, kriegt jeder einmal. Schwarze Karte, was ich noch nicht gekriegt habe, ist ein Turnierverweis. Da muss man schon ein bisschen mehr machen. Zum Beispiel halt, ich weiß nicht, den Mittelfinger zeigen, den Kampfleiter beschimpfen oder solche Dinge, die halt nicht mehr wirklich Fairplay sind oder solche Dinge. Ja. Dann wird man aber vom Turnier verwiesen. Okay. Und hast du dich schon mal verletzt? Also ich habe ja gehört, dass du in Montreux dich verletzt hast. Stimmt das? Ja, jetzt waren wir in Montreux gerade in der Schweiz. Aber ich habe mir eine Verletzung zugezogen vor 5 Wochen in Shanghai und habe mir ein Drittel von einem Oberschenkelmuskel eingerissen. Und ich habe nach Montreux fahren müssen. Das war noch nicht ganz abgeheilt und im letzten Gefecht ist es wieder leicht eingerissen. Also das war einfach ein bisschen zu knapp alles bemessen vom Heilungsprozess. Ist aber nicht weiter schlimm, also das dürfte in den nächsten Wochen wieder erledigt sein. Achso, ja, das ist jetzt eh nicht so schlimm für Gefechte, oder? Nein, im Moment nicht. Jetzt ist im Moment eh ein bisschen Pause, es kann es gut auskurieren. Okay. Also sollte man wieder voll starten können. Ja, erklären wir mal unseren Zuschauern die Bestandteile der Fechtausrüstung. Machen wir das. Ja.
Fangen wir mal bei der Hose an. Also für was ist die gut? Ja, prinzipiell hat man beim Fechten ein eigenes Material an. Das ist ein Kevlar. Das ist derselbe Stoff, aus dem auch kugelsichere Westen sind. Ist zwar jetzt nicht so dick und nicht so dicht wie bei einer kugelsicheren Weste, aber es hält Stöße ab. Das heißt, es kann immer passieren, zum Beispiel, dass eine Waffe bricht und ich gerade hinstoße und wenn die abbricht, kann sie natürlich auch scharf abbrechen und dass halt wichtig ist, dass sie da nicht durch dich durchdringen kann, hat man solche Sachen an. Dasselbe hat man auch oben herum an, also den Oberteil. Kannst du auch gleich sagen? Genau, das ist im Prinzip genau dasselbe, den zieht man drüber an und somit ist man eigentlich schon fast geschützt. Was noch wichtig ist, ist natürlich, den Kopf sollte man auch schützen. Ja. Da gibt es ja noch die Maske. Genau. Ja. Genau, und da sieht man auch, die hat unten auch das Material und da hat es halt ein Gitter, das auch im Prinzip eine abgebrochene Klinge aufhalten würde. Also somit kann eigentlich gar nichts passieren. Okay, aber wenn man sich jetzt umdreht, dann ist er hinten frei, aber kann da auch was passieren? Naja, also umdrehen sollte man sich prinzipiell so oder so nicht. Das wird auch normalerweise gleich unterbrochen vom Kampfleiter. Das heißt, wenn du dich umdrehst, hat der Kampfleiter eigentlich gleich das Gefecht zu unterbrechen. Und du bekommst auch, wie wir schon vorher gesagt haben, eine gelbe Karte, weil das einfach gefährlich ist. Okay, jetzt nehmen wir mal die E-Weste. Was ist die denn gut? Die E-Weste ist unterschiedlich. Also im Florett, also es gibt ja drei verschiedene Waffen, Florett, Degen und Säbel, die werden wir dann gleich noch erklären. Im Florett ist es der Fall, die brauchst du, um zu unterscheiden, wo man treffen darf und wo nicht. Wenn man beim Florett auf das Weiße stößt, leuchtet eine Lampe auf, die ist weiß und das heißt, es ist kein Treffer. Wenn man auf diese Weste trifft, die mit einem Kupferfaden durchzogen ist, dann leuchtet eine farbige Lampe auf und signalisiert quasi dem Kampfleiter, dass ein Treffer auf der gültigen Trefferfläche gesetzt wurde. Und somit kann er dann den Treffer dem jeweiligen zuweisen. Okay, nehmen wir mal den Handschuh und das Kabel, das gehört ja eigentlich zusammen. Ja, also den Handschuh hat man noch an natürlich, um die Hand auch noch zu schützen, indem man die Waffe trägt. Gell? Ja, und das Kabel, das ist jetzt dann schon ein bisschen komplizierter. Im Prinzip kommt das wird angehängt an der Waffe und hinten an der E-Weste und an einem Kabel. Das geht dann zu einem Apparat, wo die Lampen sind. Das heißt, das brauchst du, um den Stromkreis zu schließen. Wenn du dann triffst, geht das Signal durch das Kabel durch, hinten zur Lampe und zeigt dann an, auf der Weste oder daneben. Okay. Ja? Das braucht man nur, damit man die Lampen, das ist nur dafür da, dass man die Lampen sieht. Okay. Gell? Ja, hier ist jetzt noch die Waffe. Nimmst du vielleicht noch die anderen drei? Das ist ein Florett. So, jetzt gibt es da drei unterschiedliche Waffen. Ja. Es gibt das Florett, Degen und Säbel. Du fechtest Florett, gell? Ja. So, prinzipiell, es gibt zwei große Unterschiede. Der eine Unterschied ist die Trefferfläche und der zweite ist, wie man mit denen treffen darf. Also Trefferfläche, haben wir eh schon gesagt, im Florett ist es diese Weste. Das ist der Rumpf, also alles ohne Arme, Kopf und Beine. Im Säbel, das ist der hier. Im Säbel ist alles Trefferfläche über der Gürtellinie. Und der Unterschied zu den anderen Waffen im Säbel ist, dass man mit der auch schlagen darf, also eine Hiebwaffe. Okay. Mit denen muss man stoßen, mit den beiden. Mit dem darf man auch zuschlagen. Das heißt, ich kann quasi auch hergehen und dich so treffen, ist auch ein Treffer, was bei den anderen nichts bringt. Ja? Und der Degen, das ist die dritte Waffe, ist somit auch gleich die schwerste Waffe. Da darf man am ganzen Körper treffen, überall. Okay. Gell? Und darum hat die auch die größte Glocke, weil man damit... Das ist die Glocke. Das ist die Glocke hier. Ja. Und damit muss man quasi im Degen ja auch die Hand schützen und den Unterarm. Deswegen hat man da viel größere Glocke, weil man da natürlich auch da diesen Schutz braucht, um nicht getroffen zu werden. Okay, vielleicht kannst du uns noch erklären, wie man den Griff hält. Also ist ja den Griff, es gibt da verschiedene Arten von Griffen, aber das ist ein Pistolengriff. Mhm. Und da ist im Prinzip, ist eigentlich keine Hexerei. Man hat oben, legt man den Daumen auf und alle vier weiteren Finger liegen eigentlich unten auf. Das heißt, ich habe den Daumen oben und alle vier anderen Finger liegen unten. Okay. Dann hat man die schön in der Hand und kann die dann auch schön führen. Ja, das ist cool. Ja. Okay, zeig mal nochmal eine Maske von früher. Genau. Das ist ganz unterschiedlich zur neuen. Ja, früher war alles noch ein bisschen
schwerer und schwerfälliger. Das ist eine Maske aus ungefähr zwischen 1900 und 1920. Da hat man noch kein Material gehabt, so wie da, so leicht und dünn, das irgendwie so einen Stoß abhalten kann. Darum hat man da viel mehr Schutz angebracht, also viel dickeres Leder, oben auch noch mal einen Schutz, dass man da draufhauen kann, ohne dass irgendwas durchgeht, weil das Gitter auch noch nicht so wirklich sicher war. Ja. Ja, deswegen war das alles viel doppelt und dreifach geschützt, wie man das sieht. Das war also eine doppelte Schicht. Gell? Okay. Ja, und da ist er viel schwerer als die neue. Ja. Ja, ich habe ja auch beim Fechten angefangen. Jetzt zeigen wir nochmal ein Video für meine Fechtanfänge. Film ab. Danke Moritz, dass du hier warst. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei weiteren Turnieren. Danke dir. Einer für alle, alle für einen.